Heute stelle ich euch meine Top 5 Winterdüfte für 2021 vor. Ja Leute, der Cord ist mal wieder losgetigert, war in diversen Parfümerien, hat da wirklich Stunden verbracht, um euch heute meine Top 5 Winterdüfte 2021 vorzustellen. Und ich sag euch eins, das war nicht einfach. Falls ihr euch für irgendeinen der Düfte interessiert, guckt unten in die Infobox rein. Ich verlinke euch logischerweise alle Düfte unten in der Infobox. Starten möchte ich mit dem Hugo Boss Night Bottled. Das ist ein richtig schöner, männlicher, sinnlicher Duft. Man kann sich so vorstellen, wenn man zum Beispiel abends rausgehen möchte zu einem schönen Abendessen, zu einem eleganten Outfit und auch mal den besonderen Touch draufsetzen möchte. Das verkörpert eigentlich dieser Hugo Boss Night Bottled. Wenn du es nochmal anders formulieren willst, man könnte auch sagen, das ist der ganz normale Hugo Boss Bottled, nur als Night-Version. Stell dir so vor, wenn Harvey Specter abends nochmal rausgeht, ja, in seinem schönen Anzug, vielleicht auch ein anderes schönes Outfit und sich mit einer Lady trifft, mit der er es vielleicht nicht ganz so ernst meint, die er aber so ein bisschen um den Finger wickeln will. Das ist der Duft. Nachteil von dem Duft, er hält nicht ganz so lange wie andere Düfte. Das ist man ja von Hugo Boss so ein bisschen gewohnt, dass die relativ schnell verfliegen. Und kommen wir noch kurz zu den Duftnoten. In der Kopfnote haben wir Birkenblätter und Lavendel. In der Herznote Veilchen, Jasmin und Kardamom. Und in der Fußnote kommt so ein bisschen was Holziges raus, eine schöne holzige Note. Da haben wir Sandelholz, Moschus und auch so einen Schuss Vanille drin. Kommen wir noch kurz zum Preis. Je nachdem, wo du deinen Duft kaufst, der Duft liegt aktuell circa bei 50 Euro für 100 Milliliter. Ja Leute, man kann sagen, das ist einfach die Winter Night Edition vom ganz normalen Hugo Boss Bottled. Und ich sage euch eins, viele Männer werden damit definitiv glücklich werden. Also wenn man diesen Duft zu Weihnachten verschenkt, da werden sich viele Männer drüber freuen. Ganz sicher. Weiter geht's Leute mit dem Chanel Egoist Platinum. Und ich rieche nochmal dran. Leute, das ist einfach Würze, Frische mit einer besonderen aromatischen Note. Ich versuche das nochmal in Bildern zu beschreiben. Ja? Stell dir vor, das ist eigentlich so der Duft für einen Zehner beim Fußball. Ja? Der bringt nämlich auch so eine gewisse Würze ins Spiel rein, aber auch eine gewisse Leichtfüßigkeit. Ja? Also eine gewisse Frische natürlich auch. Hat aber auch noch den besonderen Touch. Ja? Man erwartet von einem Zehner, dass noch was Besonderes kommt. Und genau das spiegelt für mich dieser Duft wieder. Und ich kann euch sagen, Leute, das ist ein Klassiker. Den kann man immer tragen grundsätzlich, aber auch im Winter wirklich ein hervorragender Duft und das wird auf jeden Fall in meinem Badezimmerschrank bald wieder stehen. Herrlich. Kommen wir noch kurz zu den Duftnoten. Die Duftnoten spiegeln eigentlich das wieder, was ich zu Anfangs gesagt habe. In der Kopfnote hast du nämlich so eine gewisse Frische mit Rosmarin und Lavendel. In der Herznote hast du so ein bisschen was, ja, auch noch was Frisches mit Rosengeranie, Jasmin und Muskatsalbei, aber auch schon so ein bisschen was Herberes oder so eine bisschen besondere Note. Und in der Fußnote geht es dann holzig weiter mit einer holzigen Basisnote aus Zedernholz, Sandelholz, Eichenmoos und Amber. Du kriegst 100 Milliliter von dem Duft, gerade aktuell für ca. 80 Euro. Weiter geht's mit einem sehr besonderen Duft und zwar mit Narciso Rodriguez for Him Bleu Noir. Und ich versuche am besten jetzt mal direkt das Ganze in Bildern zu beschreiben. Das ist so der Duft, wo Meerestiefen ineinander übergehen, wo es wirklich von ganz tief zu mitteltief ist, wo blau auf schwarz trifft. Ja, das spiegelt der Flakon jetzt auch nochmal wieder. Also das ist wirklich so ein Meeresduft, irgendwie auch so eine Frische da drin, wo wirklich die Meerestiefen ineinander übergehen und wo vielleicht noch so ein Schiff von Fluch der Karibik untergegangen ist. So empfinde ich diesen Duft. Und wenn du jetzt mich fragst, wer diesen Duft tragen könnte, ich sage mal so ein Keanu Reeves aus Matrix, ja, der so eine gewisse Eleganz hat, aber auch so eine gewisse Mystik hat, der passt perfekt zu diesem Duft. Und ich sage euch, Leute, das ist ein richtig, richtig guter, langanhaltender und auch schöner Winterduft, der eine gewisse Frische mitbringt, auch ein bisschen würzig ist. Also wirklich ein richtig guter Duft, den ich gerne hier mit in die Top 5 reingenommen habe, weil der wirklich top ist. Leute, ich formuliere das Ganze nochmal ein bisschen anders. Man könnte auch sagen, das ist die stärkere, langanhaltendere und individuellere und besonderere Version von dem Night Bottled. So kann man es auch formulieren. Kommen wir noch kurz zu den Duftnoten. In der Kopfnote hast du Kardamom, Muskat, in der Herznote Moschus und die Fußnote ist sehr holzlastig mit Zedernholz, Ebenholz und Vetiver. Und den Duft bekommst du für 70 Euro die 100 Milliliter. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis her muss man sagen, ist das einfach auch hier top. Und Leute, eigentlich wollte ich euch nicht wieder um die Ecke kommen mit einem Dior Sauvage, aber Leute, der neue Duft Dior Sauvage Elixir, der musste einfach hier mit rein, denn der riecht wirklich Bombe. Um das ganz kurz zu beschreiben, das ist eigentlich so der Höhepunkt, die Intensität von Frische, Würze und Holz und das zusammengefasst zu einem Duft. Und ich muss sagen, der ist sehr langanhaltend, riecht sehr gut, hat so eine gewisse, ja, eine gewisse Würze, eine gewisse Frische, aber auch gleichzeitig so ein bisschen was von dem alten oder dem normalen Dior Sauvage, kann man sagen. Aber eigentlich die Winter Edition von dem Dior Sauvage und das sehr intensiv. Um das Ganze vielleicht nochmal kurz in Bildern zu fassen, Johnny Depp verabredet sich zu einem Night
Night-Out-Dinner mit einer richtig schönen Lady. Und das wird zu einem ausschweifenden Dinner, wo beide einen absoluten Höhepunkt in einer maximalen Intensität erleben. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Kommen wir noch kurz zu den Duftnoten. In der Kopfnote haben wir Grapefruit, Zimt, Muskat und Kardamom. In der Herznote haben wir Lavendel und Kumarin. Und in der Fußnote haben wir was sehr Holziges, eine sehr holzige Note mit Lakritz, Ambroxan, Patchouli und Vetiver. Und 100 Milliliter von dem Dior Sauvage Elixir bekommt ihr roundabout für 160 Euro. Der letzte Duft im Bunde ist mein Weihnachtsduft und zwar Tom Ford Oud Wood. Man muss dazu sagen, es ist ein sehr spezieller Duft, der auch sehr intensiv riecht und man muss das Ganze auch wirklich mögen. Ich versuche das Ganze mal in Bildern zu beschreiben, also den Duft in Bildern zu beschreiben. Der Duft ist wie der Weihnachtsabend, so wie der Heiligabend für mich. Denn du gehst Heiligabend erstmal in die Kirche rein, also ich zumindest, und wenn du in die Kirche reinkommst, dann hast du vielleicht so einen weihrauchigen Geruch, was sehr rauchiges und der Duft entwickelt sich mit der Zeit. Und dann nach der Kirche gehst du zu deinen Eltern zum Abendessen und hast ein schönes, würziges und kräftiges Abendessen und bekommst dann anschließend auch noch Nachtisch, vielleicht so einen Vanillenachtisch oder so einen Karamellnachtisch, am besten so einen Vanillepudding, der karamellisiert ist, ja, und genau so fühlt sich der Duft für mich so ein bisschen an. Und es ist auch ein sehr warmer Duft, der nachher auch sehr weich wird, also einfach der perfekte Weihnachtsduft für mich. Und vor allem ist er auch sehr langanhaltend, weil natürlich auch Oud mit drin ist. Und ja, einfach ein schöner, holziger Weihnachtsduft, den ich wärmstens empfehlen kann. Kommen wir noch kurz zu den Duftnoten. In der Kopfnote haben wir Kardamom, Rosenholz und Pfeffer. In der Herznote haben wir Oud, Sandelholz und Vetiver. Und in der Fußnote Ambra, Tonkabohne und Vanille. Also im Prinzip so ein bisschen das, was ich eben so versucht habe, in Bildern zu beschreiben. Der Duft kostet, sage und schreibe, 320 Euro für 100 Milliliter. Von daher meine Empfehlung, den Duft, nicht nur aufgrund des Preises, sondern auch aufgrund dessen, weil er halt sehr außergewöhnlich ist, einfach mal ausprobieren in der Parfümerie, bevor man sich den einfach so bestellt. Weil, wie gesagt, den muss man mögen. Absolut einer meiner Favoritendüfte für die Weihnachtszeit und den kann ich euch definitiv wärmstens empfehlen. So Leute, das waren meine Top 5 Winterdüfte 2021. Geht gerne mit dieser Liste auch in die Parfümerie rein, riecht die Düfte, erlebt die Düfte und hinterlasst dann anschließend gerne einen Kommentar. Sagt mir, wie ihr meine Beschreibung zu den Düften fandet. Ich wünsche euch auf jeden Fall in diesem Sinne jetzt eine wundervolle, gut riechende Winterzeit. Und vor allen Dingen auch eine schöne Weihnachtszeit.